Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute Türchen Nummer 3 des Advent of Code. Ich habe mir schon mal die Aufgabe angeschaut, also den ersten Teil und auch schon ein bisschen was angefangen zu programmieren. Das möchte ich jetzt gerne, bevor ich die Aufgabe abschließe, euch den Zwischenstand schon einmal vorstellen. Aber gehen wir zunächst einmal kurz die Aufgabenstellung durch. Die fand ich ein bisschen schwerer verständlich. Zumindest den Einleitungsteil. Unten die eigentliche Aufgabenstellung war schon ziemlich klar. Also das U-Boot fängt an, so Cracking Noises, so Geräusche von sich zu geben unter dem Druck des Wassers. Du fragst dich, nein, nicht du fragst dich, sondern stattdessen du gibst ein Diagnosis-Report in Auftrag. Also der Computer soll eine Diagnose durchführen. Der Diagnosis-Report, das ist unser Puzzle-Input, besteht aus einer Liste von Binärzahlen. Wir sehen hier unten schon einen Vorgeschmack. Also es sind lauter fünfstellige Binärzahlen, welche, wenn man sie entsprechend richtig dekodiert, uns viele nützliche Dinge über den Zustand des U-Bootes Aufschluss geben können. Der erste Parameter ist da, um die Leistungsverbrauch zu prüfen. Wir müssen diese Binärzahlen verwenden aus dem Diagnosis-Report, um zwei neue Binärzahlen zu erzeugen, nämlich die Gamma-Rate und die Epsilon-Rate. Der Leistungsbedarf kann dann durch Multiplikation der Gamma- und Epsilon-Rate gebildet werden oder gefunden werden. So. Jedes Bit der Gamma-Rate kann gelöst werden oder ist dadurch determiniert, dass man den am häufigsten vorkommenden Bit in seiner entsprechenden Position unter all den Zahlen im Diagnosis-Reports. Ich kann diesen deutschen Satz nicht mehr abschließen, aber der Inhalt war schon korrekt. Also die Gamma-Rate, die einzelnen Stellen der Gamma-Rate werden bestimmt dadurch, dass wir den am meisten vorkommenden Bit bestimmen, an der entsprechend gleichen Position unter allen Zahlen im Diagnosis-Report. So, wer das nicht verstanden hat, willkommen im Club. Weil ihr jetzt versteht es schon, ich habe jetzt ja die Aufgabe schon halb gelöst, aber ich finde das ein bisschen ungünstig formuliert. Zum Beispiel schauen wir uns den folgenden Diagnosereport an. So, ich überspringe jetzt mal alles, was Sie hier unten beschrieben haben. Ich fasse das mal kurz zusammen. So, was Sie wollen ist, wir haben diesen Diagnosereport, das sind 12 Zahlen in diesem Testcase. Und wir gucken uns jetzt jeweils immer die erste Stelle von jeder Zahl an. Ja? 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Darunter finden wir häufiger Einsen als Nullen, weil das sind hier irgendwie 7 Einsen und 1, 2, 3, 4, 5 Nullen. Ja? 7 Einsen zu 5 Nullen. Also die 1 ist das häufigste Bit an der ersten Stelle und entsprechend bekommt die Gamma-Rate eine 1 an ihrer ersten Stelle. Das gleiche machen wir dann für alle zweiten Ziffern. 0, 1, 0, 0, 0 und so weiter und so fort. Und wiedermals, wir gucken uns raus, was ist hier das Bit, das am häufigsten vorkommt, und das ist dann auch das Bit der Gamma-Rate. Für die Epsilon-Rate ist es immer das Gegenteil, also nicht das häufigste Bit, sondern das seltenere Bit. Das heißt, entsprechend ist die Gamma-Rate und die Epsilon-Rate sind komplementär zueinander. Ja? Jetzt, wenn man dieses Beispiel durchexerziert, wir kommen am Ende auf eine Gamma-Rate von 1, 0, 1, 1, 0 und entsprechend das Gegenstück davon, 0, 1, 0, 0, 1, ist dann die Epsilon-Rate. Die kann man jeweils in ihre Dezimalschreibweise überführen, einmal 22, einmal 9, und deren Produkt ergibt dann die Leistungsabnahme. Aber das ist ja nur der Testinput. Sie wollen dann, dass wir das Ganze für den eigentlich für uns spezialisierten Puzzle-Input einmal durchexerzieren und dann hier die Antwort eingeben. So, ich habe ja schon gesagt, ich habe angefangen zu programmieren. Und zwar für den Testcase. Ja, ich habe also hier wieder der Joel-Grass-Trick das Beispiel rausgegriffen und versuche jetzt die Aufgabe erstmal nur für dieses Beispiel zu lösen, weil uns die Aufgabenstellung ja auch die Lösung dazu gibt. So, heute habe ich zwei Importe, die ich beide nicht brauche. Ich dachte, meine erste Idee, ich mache das hier nochmal zurück, NumPy. NumPy ist ja dieses Python-Paket, um Arrays in Python zu haben, Arrays initialisieren und benutzen zu können. Ich hatte erst die Idee,
dass ich das Ganze hier in eine Matrix verwandle. Da kann ich zeilenweise und spaltenweise mit dem Ding arbeiten, wie ich möchte. Ich habe diese Idee dann aber verworfen, weil das zwar hier für den Testimport sehr gut funktionieren würde, aber wenn dann nachher der eigentliche Input zu groß ist, besteht ja vielleicht die Möglichkeit, dass all diese Informationen aus dem dann tatsächlichen Diagnosereport für unser U-Boot und nicht aus dem Testcase, dass das vielleicht nicht geschlossen in den Speicher passt. Also wir müssen in der Lage sein, oder wir sollten in der Lage sein, das Ganze zeilenweise durchzuarbeiten, statt alles auf einmal in den Speicher reinzuladen. Zumindest war das so meine Idee. Ich gehe mal davon aus, es würde auch funktionieren, wenn man alles in den Speicher reinlädt, weil das noch der dritte Tag ist. Ich kann mich aber im letzten Jahr erinnern, an einem späteren Tag. Es ist schon durchaus möglich, dass sie da eine Aufgabe stellen, die man dann eben nicht über den naiven Straightforward-Weg lösen kann. Also versetzen wir uns einfach schon mal nehmen wir schon mal dieses Mindset an, versetzen wir uns in die Lage und versuchen, dieses Problem ein bisschen allgemeiner zu lösen. Unter Einbeziehung gewisser technischer Restriktionen, die es uns zum Beispiel nicht möglich machen, alles mit einmal reinzuladen. Wenn wir das Ganze also zeilenweise durchgehen wollen, hatte ich jetzt also folgende Idee. Dadurch, dass jetzt für diesen Part 1 des Rätsels die Gamma und die Epsilon-Rate ja sowieso immer komplementär zueinander sind, reicht es ja aus, eine von den beiden zu bestimmen und die andere dann daraus als das Gegenstück sich rauszuziehen. Also versuchen wir erstmal nur die Gamma-Rate gewissermaßen zu bilden. So, dafür habe ich dann heute mal eine Klasse programmiert, die Power Consumption oder PowerCon. Habe sie von Objekt abgeleitet. Das muss man in Python 3 nicht machen. Wenn man eine Klasse von nichts ableitet, dann ist sie implizit immer von der Objektklasse abgeleitet worden. Aber ich habe den Übergang von Python 2.7 nach Python 3 mitgemacht und komme von Python 2.7. Da macht es einen erheblichen Unterschied, ob man hier schreibt, dass die Klasse von Objekt abgeleitet ist oder nicht. Stichwort New Style, Old Style Classes. Und aber auch dem Python-Zen folgend, explizit ist immer besser als implizit. Wenn ich meine Klasse von sonst nichts abzuleiten habe, leite ich sie immer von Objekt ab. So überflüssig das auch sein zu erscheinen mag. So, meine Power Consumption-Klasse kennt ein Feld, nämlich die Balance oder die Balance. Wir wollen ja hier nur wissen für unsere Binärliste, jeweils an der vordersten oder an jeder einzelnen Stelle, was ist das häufigste Bit? Und da dachte ich mir, hey, was ist, wenn wir alle Nullen durch minus Einsen Entschuldigung. Was ist, wenn wir alle Nullen durch minus 1 austauschen und dann einfach eine ganze Spalte über aufsummieren? Ja, wenn mehr Einsen da sind, dann wird am Ende was Positives dastehen. Wenn mehr Nullen da sind, die durch minus 1 getauscht wurden, dann wird am Ende was Negatives dastehen. Und wenn es gleich ist, steht da eine Null und wir können einen Fehler werfen. Und das war also die Idee. Diese Balance entspricht der partiellen Summe. Ja, wir fangen an, so die Balance wird initialisiert mit minus 1, minus 1, 1, minus 1, minus 1. Und dann können wir jede einzelne Zeile inkrementell drauf addieren. Und wenn wir durch alle Zeilen durchgegangen sind, bekommen wir am Ende ein finales Result, ein Endzustand der Balance, den, weil ich das Skript auch schon habe durchlaufen lassen, man auch hier in der Konsole schon sehen kann. Und das passt. Das passt ziemlich gut. Schauen wir nochmal hier. In dem Aufgabentext hieß es 1, 0, 1, 1, 0. Das ist die Gamma-Rate zu dem Beispiel. Und was sehen wir hier? Positiv, negativ, positiv, positiv, negativ. Oder 1, 0, 1, 1, 0. Das heißt, ich kann anhand des Testcases die Gamma-Rate korrekt. Ich kann die Gamma-Rate korrekt reproduzieren, daraus dann natürlich auch problemlos gleich die Epsilon-Rate und das heißt, ich komme auf diese 198. Ich wollte euch nur diesen Zwischenstand zeigen und euch diese Idee mit der Balance erklären. Werde jetzt dieses Programm noch abschließen und dann hören wir uns gleich wieder, das heißt für euch in 2 Sekunden. Okay, da bin ich wieder. Also ich habe das jetzt den ersten Part soweit abgeschlossen, allerdings noch nicht abschließend ausgeführt. Das können wir wieder zusammen erleben. Was habe ich jetzt also geändert an der PowCon, an meiner Klasse? Primär erstmal nichts. Ich habe zusätzliche Funktionalität hinzugefügt.
Was ich vielleicht vorhin noch nicht gesagt hatte, also ich habe ja die Idee erläutert, dass wir zeilenweise diese Binärzahlen da einlesen. Ich gehe jetzt immer davon aus, dass eine so eine Zeile als eine Liste mit Integer an meine Klasse weitergereicht wird. Wenn das der allererste Aufruf war, dann wird er stattdessen umgelenkt hier auf First Bin. Und hier mit dem Return beenden wir dann auch die Ausführung von NextBin. Erst dann ab der zweiten Ausführung, ab dem zweiten Aufruf von NextBin wird dieses If übersprungen und dann kommt dieser hochkomplexe Code zum Einsatz. Zunächst dann FirstBin. Was passiert da? Die Self-Balance wird ursprünglich ja erstmal ganz zu Beginn, wenn die Klasse initialisiert wird, ist die Balance None. Wird zunächst erstmal in eine Liste umgewandelt, beziehungsweise als Liste initialisiert. Und dann fügen wir hier 1 oder minus 1 sukzessive an die Balance dran. Nach den einzelnen Zeichen oder Einträgen in Bin. So, das ist die Initialisierung, wenn Balance zum ersten Mal entsprechend dann auch mit derselben Länge wie der ersten Binärzahl initialisiert wird. Dann ab dem zweiten Mal gehen wir die Binärzahl durch. Ja, an welcher Stelle sind wir gerade und was ist der Eintrag in unserer Binärzahl? Und addieren auf oder subtrahieren ab. Ganz entsprechend der Idee, die ich ja vorhin eben gerade erläutert hatte. So, was ist jetzt hinzugekommen? Wir haben jetzt eine Check-Funktion. Die Check-Funktion geht durch Balance durch und guckt, falls irgendein Balance-Eintrag 0 ist, dann wird False zurückgegeben. Wenn keiner der Einträge 0 ist, wird True zurückgegeben. Ja, wir suchen ja nach der häufigsten und dem weniger häufigsten Bit. Wenn es jetzt also tatsächlich dazu käme, dass in irgendeiner Spalte die Bits gleich verteilt sind, gleich viele Einsen und Nullen, dann wäre für uns ja nicht entscheidbar, ob jetzt eine 1 oder eine 0 in der Gamma-Rate zu stehen hat und entsprechend das Gegenstück in der Epsilon-Rate. Ja, also wir müssen davon ausgehen, einfach, dass in jeder Spalte muss es ein Bit geben, das häufiger vorkommt als das andere. So, das ist, was dieser Check also prüft diese Annahme ab. So, da haben wir eine Property, die Gamma-Rate. Wir können also die Gamma-Rate beziehen. Dazu wird zunächst einmal dieser Check ausgeführt und wenn der also erfüllt ist, dann erstellen wir uns hier unsere Gamma-Rate. Wir sagen also 1, wenn b größer 0 ist, sonst 0 für alle b, also alle Einträge in der Balance. Die Epsilon-Rate funktioniert fast identisch. Es wird auch erst der Check ausgeführt, nur dass dann eben 0, wenn b größer 0, sonst 1 für alle Einträge in der Balance. Und dann haben wir hier noch zwei Funktionen, Gamma Value. Ja, wir haben die Gamma Rate und wir haben den Gamma Value, also die Transformation von der Binärdarstellung der Gamma Rate in die Dezimal- und Integer-Darstellung. Dazu nutzen wir hier den Bitshift-Operator. Wir gehen alle Einträge in der Gamma Rate durch und bitshiften uns dann den Weg hoch. Out ist dann am Ende die Integer-Repräsentation des Binärcodes in der Gamma-Rate. Ich habe mir diese Zeile Code nicht selber ausgedacht, sondern online gefunden auf, ich verlinke das dann auch unten in der Videobeschreibung bei geeksforgeeks.org/python-binary-list-to-integer. Wie gesagt, unten in den Kommentaren verlinkt. Ich hatte selber eine Idee, wie man das transformieren kann, dachte, aber es muss besser gehen und das ist der bessere Weg und habe den einfach mal gleich genommen. Vielleicht auch eine gute Lektion, ne? Wenn man mal nicht weiter weiß oder man das Gefühl hat, es müsste eigentlich besser gehen. Einfach suchen in Dokumentation, im Internet. Googeln. Google als Werkzeug für sich entdecken. Ja, und das gleiche natürlich auch für den Epsilon Value. So. Dann kommen wir in die Main. Der Code, genau den Code hier habe ich dann auch entsprechend erweitert. Bis eben war der Code nur dazu da, um die Balance einmal auszuprinten. Jetzt, wo Gamma Value und Epsilon Value da sind, kann ich hier also vernünftig das Assert, also die Annahme formulieren, dass für das Beispiel Gamma Value multipliziert mit Epsilon Value 198 ergeben soll. So, wenn der Code also konfliktfrei durchgelaufen ist und er läuft konfliktfrei durch, dann rufen wir jetzt eine neue Instanz von PowCon auf.
Wir laden Input A, also den mir zur Verfügung gestellten Input als Diagnosereport, der individualisierte, für mich individualisierte Diagnosereport, wir laden den Input A herein über den Kontextmanager im Read-Mode als F-Stream. Die Variable hier könnte einen beliebigen Namen tragen. Ich finde, F-Stream ist kanonisch. Und dann gehen wir durch die einzelnen Zeilen durch und haben ja hier unsere NextBin-Funktion. Ja, wir transformieren die String-Zeile in eine Liste von Integers, geben das an die Instanz unserer PowCon-Klasse weiter und am Ende können wir uns das Produkt aus Gamma Value und Epsilon Value in die Konsole ausgeben lassen. Wie gesagt, ich habe den Code in der Form jetzt so noch nicht ausgeführt. Ich kenne die Antwort also noch nicht. Das machen wir jetzt zusammen. Was? Ach, ihr habt es bestimmt schon gesehen. Ich habe die falsche PC-Instanz. Okay, jetzt ist aber die richtige PC-Instanz. Nur nochmal checken. Ja, hier taucht kein PC-Example mehr auf. Also das war ein schöner Downer. Ja, 198 ist falsch, weil das ist genau die Antwort für die Beispielinstanz. Niemals die Antwort für die eigentliche ernstzunehmende Instanz. Das sieht schon eher nach einem Wert groß genug aus, dass ich es glauben würde. Gucken wir mal an, ob es die richtige Antwort ist. In der Tat, das ist die richtige Antwort. Wir sind einen goldenen Stern weiter, um die Schlüssel zu finden. Okay, Part 2. Dann lese ich mir mal durch, was zu tun ist und bereite schon mal die Bearbeitung von Part 2 vor. Wir sehen uns gleich. Huiuiui. Der zweite Part war jetzt doch ein bisschen mehr. Es fängt an anzuziehen. Gehen wir das mal vielleicht zusammen durch. Die Beschreibung ist ein wenig convoluted, aber die Idee dahinter ist eigentlich ziemlich einfach. Also eben haben wir die Power Consumption uns angeschaut. Jetzt geht es um den Life Support, die Lebenserhaltung genauer genommen. Die sauerstoffgenerierende Einheit und die CO2-entfernende Einheit und was deren Rating ist. Wir müssen also wieder unsere Binärliste durchgehen und können dort die Ratings für Oxygen und CO2, Sauerstoff und CO2 uns daraus suchen. Ähnlich wie bei der Power Consumption, nur ganz anders. Eben hatte ich ja noch was. Das Ideal hochgehalten, wir sollten diese Liste Zeile für Zeile durchgehen und nicht versuchen, alles gleichzeitig in den Speicher zu laden. Die zweite Aufgabe macht das ziemlich schwierig. Tatsächlich sogar schreiben sie relativ weit oben. Ich finde es nicht, aber sie sagen, dass man die komplette Liste sich mit einmal anschauen soll. Das in den Daten zu serialisieren ist umständlich. Würde gehen, aber es ist hier den Aufwand dann am Ende doch nicht wert. So, was sollen wir tun? Abermals gehen wir wieder die ganze Liste durch, stellenweise, gucken uns also die erste Stelle ganz vorne an und schauen uns an, welches Bit taucht häufiger auf. Immer noch natürlich die 1 taucht häufiger auf als die 0. Und das heißt, wir streichen alle Zahlen weg, die mit einer 0 anfangen. Wir behalten nur noch die Zahlen über, die mit einer 1 anfangen. Und dann gehen wir in die nächste Stelle und dann schauen wir auch in der zweiten Stelle unter den noch verbleibenden Zahlen, was ist die häufigste Ziffer und streichen all jene Ziffern weg, wo die Häufigkeit geringer ist. Und so gehen wir durch Stelle für Stelle, bis wir an einen Punkt kommen, wo die Anzahl an Einsen und Nullen gleich ist. Genau genommen darf es am Ende sogar, also es gibt zwei Abbruchkriterien. Entweder wir schaffen es bis zur letzten Stelle, dann ist das die Zahl, die wir suchen, oder wir behalten am Ende zwei Zahlen übrig, eine mit einer 1 am Ende und eine mit einer 0 am Ende. Dann behalten wir die 1 für den Oxygen Support.
Für das CO2 ist das alles noch einmal komplett umgedreht. Da fangen wir wieder bei der ersten Stelle an. Jetzt suchen wir nicht die Zahl, nicht das Bit mit der größten Häufigkeit, sondern das Bit mit der geringsten Häufigkeit. In dem Beispiel also die 0 und streichen alle weg, die mit einer 1 anfangen. Also behalten nur noch die 0, Mann, behalten nur noch die 0-Werte über. Und dann gucken wir auch da wieder an der zweiten Stelle, was ist das seltenste Bit? Und dann gehen wir in die dritte Stelle gucken, was ist das seltenste Bit? Wir streichen immer weg, was dieses Kriterium hat das seltenste Bit nicht erfüllt. Bis wir auch da wieder entweder bei einer einzigen Binärzahl, bis wir eine einzige Binärzahl überbehalten oder bis wir zwei Binärzahlen überbehalten, eine mit einer 1, eine mit einer 0. Beim CO2 behalten wir die mit der 0. So, keine so einfache Erklärung. Es ist algorithmisch relativ einfach, aber das zu erklären ist natürlich kein Spaß. Der Punkt ist, dass wir hier also filtern, ne? Wir gehen durch diese Binärzahlen durch und wir filtern immer das raus, was wir nicht brauchen, bis am Ende das übrig behalten, was alle Kriterien bis zum Schluss erfüllt hat. Also bis wir am Ende nur noch eindeutig ein Element übrig behalten. Und analog hier wieder, ich habe jetzt etwas vorprogrammiert in der Bearbeitung des Schaubeispiels. Ja, ich habe meinen individualisierten Input hierbei noch nicht reingeladen. Ich habe jetzt erstmal nur das vorgegebene Kleinstbeispiel hier. Das hier habe ich erstmal bearbeitet und versuche also zu reproduzieren, die Lösung zu reproduzieren, die Sie anhand des Beispiels durchexerzieren. Und habt da ganz guten Progress gemacht, den möchte ich euch zeigen. Kernpunkt ist jetzt hier diese Funktion, die ich geschrieben habe. Ich habe sie Tree Search genannt. Diese nimmt eine Liste von Listen mit Integer, das heißt also eine Liste von Binärzahlen, wobei bei mir eine Binärzahl hier dargestellt ist, eine Liste von Integers. Sie nimmt also eine Liste von Binärzahlen, sie nimmt eine Liste von Tags. Was es mit den Tags auf sich hat, dazu kommen wir in 2 Sekunden. Und sie nimmt eine Stellenzahl oder Index 0 zu Beginn. So, jetzt gucken wir nach. So, wenn die Tags alle sind, dann bricht die Funktion sofort ab, beziehungsweise die Funktion gibt einfach einen zurück. Also sie macht da nichts. Die Tags sind, wir haben ja gerade schon gesagt, wir filtern nach einem Kriterium. Die Tags realisieren dieses Kriterium. Die Tags entscheiden, greift ein Kriterium oder greift es nicht. So, wenn die Liste von Tags leer ist, dann gibt es nichts, was dieses Kriterium entscheiden kann und es wird entsprechend auch nichts zurückgegeben. Englisch none. So, print bins. Ach so, ja, das ist hier Debug, brauchen wir nicht. Left und right. Na, wir wollen jetzt die Binärzahlen, die reinkommen, aufteilen nach jene, die das Kriterium links erfüllen und jene, die das Kriterium rechts erfüllen. Links dabei heißt am häufigsten, most common. Und, ah nee, heißt das nicht. Quatsch, was erzähle ich hier? Nein, 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 nein. Links heißt, da kommen die Binärzahlen rein, die an der Stelle IDX, hier unten sehen wir schon, da wird es rausgegriffen, ne? Links kommt alles rein, was an der Stelle IDX eine 1 hat. Rechts kommt alles rein, was an derselben Stelle eine 0 hat. So, und hier wird das jetzt nämlich genau entschieden. Da wird gesagt, okay, für alle. Oh, es gibt ein. Das wusste ich nicht. Das tut mir so leid. Okay, also es gibt eine. Es gibt eigentlich schon eine. Ja, Python erlaubt es, dass man Keywords überschreibt. Ich wusste nicht, dass bin schon eine. Gut, ich hätte es mir denken können. Ich wusste nicht, dass bin eine Funktion ist, die Python von sich aus schon anbietet und kennt und dass bin deswegen ein Keyword ist. Ich habe jetzt also mal das bin einfach umgenannt. So, wir gehen die einzelnen Stellen, wir gehen die einzelnen Binärzahlen meiner Binärzahlen, also der Liste der Binärzahlen, durch. Wir greifen uns an der Stellenzahl IDX, die 1 oder 0. Und dann entscheiden wir, so if B, also ja, 1 ist true, 0 ist false. Ja? Also wenn B eine 1 ist, dann hängen wir die Binärzahl an left an, ansonsten hängen wir sie an right an.
So, dann die Balance hatten wir schon gerade bei Part 1. Die Logik ist dieselbe. Ja, Balance ist die Anzahl aller Einsen minus der Anzahl aller Nullen. Heißt also, die Balance ist entweder positiv, negativ oder 0. So, und jetzt, nachdem wir die Binärzahlen aufgeteilt haben nach links und rechts, teilen wir jetzt nämlich auch die Tags auf nach links und rechts. Wir gehen jedes einzelne Tag in der Liste der Tags durch. Das ist der Fall hier, das da drüber, damit befassen wir uns gleich. Und jetzt wenden wir den Tag auf die Balance an. So, der Tag, der sagt uns dann was darüber. Also der Tag entscheidet, was die Balance für ihn bedeutet. Und er sagt uns dann entweder left, ja, das heißt, der Tag möchte links einsortiert werden. Er sagt uns right, dann wird er rechts einsortiert. Oder was auch immer sonst, dann kennt das Tag eine Funktion und greift sich einfach links und rechts raus. Weil dann haben wir den Punkt erreicht, wo wir genug aussortiert haben und wir jetzt nur noch wo links und rechts jeweils Listen der Länge 0 oder 1 sein müssen. Ja, wir geben links und rechts einfach an den Tag und der Tag greift sich dann das links oder das rechts raus, was er haben möchte. Weil der Oxygen die Zahl haben möchte mit der 1 und der CO2-Scrubber die Zahl haben möchte mit der 0. So. Es gibt aber ein zweites Abbruchkriterium, nämlich das, wenn wir die letzte Stelle erreicht haben. Dafür ist dieses if hier oben. Ja, also wenn die Länge der Binärzahlen so lang ist wie die Stellenzahl IDX, also wir können nicht noch eine Stellenzahl weitergehen, wir haben die letzte Spalte erreicht, dann grabt sich der Tag das auch raus. In der Theorie sollte das hier eigentlich nicht kommen. Dieser Fall sollte eigentlich nicht auftreten, wenn der Input gemäß den Spezifikationen fehlerfrei ist und ich die Aufgabenstellung wirklich vollständig korrekt verstanden habe. Setz uns mal hier im Print rein, um zu sehen, falls es doch mal kommt. Sollte aber nicht. So, der Punkt ist jetzt, so, wenn die der Punkt ist jetzt, wenn wir jetzt alle Tags durchgelaufen sind, dann haben wir jetzt Tag Left und Tags Right. Wir haben zwei neue Listen mit. Wir haben die Tags aufgespaltet und sortiert. Und dann rufen wir einfach die Tree Search Function nochmal auf, jetzt aber mit der nächsten Stellenzahl. Also wir gehen dann eine Spalte weiter, nämlich links und rechts. So, und jetzt könnte links oder jetzt könnte Tags Left oder Tags Right könnte die leere Liste sein. Das hatten wir hier ganz oben. Dann bricht die Funktion sowieso ab. Ja, also wir verfolgen, das ist hier eine Art Baumsuche. Wir verfolgen immer nur die Branches, die wirklich noch relevant sind. So, das ist der Tree Search. So, jetzt haben wir auch schon viel über die Tags gelernt, aber noch nicht gesehen, wie die Tags selber implementiert sind. Wir wissen nur, die Tags müssen callable sein, aber sie müssen selber auch noch eine Subfunktion anbieten. Und in der Tat, dann habe ich hier oben Class Tag, kennt das Feld Result. Es hat die Grab-Funktion und es hat die Call-Funktion. Das ist aber nur das Muster, sozusagen die Abstract Base Class. Also jetzt könnte man auch wirklich noch vernünftig eine Abstract Base Class rein importieren und dann wirklich erzwingen, alle Klassen, die davon ableiten, müssen Grab implementieren, müssen Call implementieren. Aber das ist hier mit Kanonen auf Spatzen geschossen, für dieses AOC, für dieses Advent of Code. Stattdessen habe ich mir einfach gemerkt, welche Funktionen ich zu überladen habe, zu implementieren habe. Jedenfalls schreibe ich also eine Tag-Klasse Oxygen Generator, realisiert den Grab. Für den Augenblick printet es erstmal nur Left and Right. Und es hat eben seine Call-Function. Ja? Das sagt, wenn der Balance positiv ist, returnt es Left. Wenn der Balance negativ ist, returnt es Right. Ansonsten kann es halt irgendwas returnen. Ich habe jetzt mal Center genommen. Entsprechend auch der CO2-Scrubber Grab printet auch erstmal nur links und rechts aus. Aber hier, wenn Balance größer 0 ist, dann Right anstelle von Left. Wenn der Balance kleiner 0 ist, Left anstelle von Right. Und sonst natürlich auch den Center. Und das ist das ganze Skript bisher. Ich habe dann jetzt hier die Main-Funktion. Ja, ich übertrage jetzt hier mein Raw-Example. Raw-Example zur Erinnerung: hier ist der String mit dem Test-Case aus der Beschreibung der Aufgabenstellung. Und ich führe dieses Raw-Example um in dieses Beans-Example, also in eine
Liste von Liste von Ints. Ja. Jede innere Liste ist eine Binärzahl und die äußere Liste ist eine Zusammenfassung mehrerer Binärzahlen. So, dann habe ich mein Bins-Example, kann das an den Tree-Search geben, zusammen mit meinen zwei Tags. Und dann können wir die Funktion jetzt mal ausführen und zack, was passiert? Oh, tatsächlich ist der Fall, von dem ich gesagt habe, der dürfte eigentlich nicht auftreten, aufgetreten. Das ist einer von den beiden, ist also tatsächlich wirklich bis zum letzten Eintrag durchiteriert. Aber auch nur einer, sonst hätten wir das hier zweimal gesehen. So, hier sehen wir jetzt den Oxygen Generator oder die Left and Right Kandidaten für den Oxygen Generator und hier sehen wir für den CO2 Scrubber. Ich kann gleich sagen, für den Oxygen Generator haben wir gesagt, wenn wir zwei Zahlen über haben, dann nehmen wir die mit der 1 an der letzten Stelle. Also ist das hier der Oxygen Generator. Und bei dem CO2 Scrubber nehmen wir die Zahl, die am Ende eine 0 hat, also die, das heißt in dem Fall hier über Diagonal. Das kann ich sogar eigentlich mal direkt hier oben, hier ist ja klar, left, right, hier beim Oxygen Generator wollen wir eigentlich left haben, beim CO2 Scrubber wollen wir eigentlich right haben. Bumm. So, vergleichen wir das jetzt nochmal mit der Aufgabenstellung. Die Aufgabenstellung am Ende sagt, hier ist die Erklärung, wie man den Oxygen Generator sich raussucht. So to find the oxygen generator rating, keep the number with a 1 at that position. 10111. Ja, also um den oxygen generator rating zu finden, behalte die Zahl mit einer 1 in der Position, mit der Position meinen Sie die letzte gültige, was in unserem Fall die letzte Stelle ist. Und da kommen wir also auf 10111. 10111. Und analog dazu, as there is only one number left, so da nur noch eine Zahl übrig ist, stoppe, der CO2, die CO2 Scrubber Rating ist 01010. 01010. Okay, ich mache dieses Beispiel jetzt noch vollends zu Ende. Das heißt also, die herausgesuchten Binärzahlen müssen jetzt noch nach Dezimalzahl umgeformt werden, multipliziert werden und dann das Assert. Dann haben wir das Beispiel fertig und ich melde mich dann nochmal zurück für die finale Beantwortung der Frage anhand meines individualisierten Diagnosereports. Und wir sehen uns damit also gleich. Okay, da bin ich wieder. Also was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, hier in Oxygen Generator, self-result ist binList to int. Das ist eine Funktion, die habe ich mir im Part 1, wir sind jetzt hier gerade im Part 1. Wir hatten ja hier vorhin bei der Umwandlung von Gamma Rate in Gamma Value hier einen Code gehabt, der diese Umwandlung vollzogen hat. Den habe ich ausgelagert in eine eigene Funktion, genannt binList to int. Hier der identische Code. Und den konnte ich jetzt im Part 2, also wieder importieren und sage jetzt hier binList to int, ich greife mir aus 0, ich greife mir aus left das einzige verbliebene Element raus, speichere das in den Result, analog auch im CO2 Scrubber, aber mit right statt left. Und das heißt, wir können jetzt hier so bins example, da hat sich jetzt nichts dran geändert, bins example wird als Liste von Binärzahlen aufgebaut. Wir holen uns ein Oxygen Generator Object, O-Tag Example, ein CO2 Scrubber, C-Tag Example und dann rufen wir auf Tree Search auf bins example, O-Tag Example, C-Tag Example und asserten, also verlangen, dass am Ende 230 rauskommt, was auch die Antwort war, die in der Aufgabenstellung gegeben wird. Ich habe das schon geprüft. Das haut bei mir hin. Damit kommen wir jetzt also zur eigentlichen Bearbeitung von der Part-2-Frage, also der Bearbeitung meines individualisierten Diagnosereports. Den laden wir jetzt hier rein, wandeln den hier auch in so eine Bin-Liste, also eine Liste von Binärzahlen um. Wir holen uns einen Oxygen-Generator-Tag, einen CO2-Scrubber-Tag, geben alles ans Tree-Search raus und printen dann das finale Result. Ich habe es bis jetzt auch noch nicht ausgeführt, schauen wir uns das mal zusammen an. Ein Fehler. Sehr schön. Ach, hier. Das war ein Thema, das hatten wir bei Türchen 1 schon. Ne? Wenn ich mir hier aus den Read Lines, ich hole mir da diese Lines raus, die haben einen Zeilenumbruch.
Okay, jetzt bekommen wir hier also einen Wert. Und diesen Zeilen, also sie haben einen Zeilenumbruch, ich muss diesen Zeilenumbruch als Symbol überspringen bzw. auslassen. Deswegen sage ich, ich nehme alles aus der Line, ausschließlich des letzten Elementes. So, wir haben also eine Zahl, ein Ergebnis und schauen wir mal, ob dies das korrekte ist. Das ist nicht die richtige Antwort. Die Antwort ist zu klein. Huch, na denn, werde ich da wohl doch nochmal reinschauen müssen. Bis gleich. Okay, ich melde mich hier mit aus dem Debug zurück. Ich glaube, ich habe den Bug gefunden. Eine Lektion, die ich gleich vorab daraus kundtun möchte, ist, man kann nie genug testen. Und vielleicht ist das auch ein schönes Beispiel, das die Grenzen von Test-Driven Development aufzeigt, wenn man nicht genug Tests hat. Wir haben ein Testfallbeispiel durch die Aufgabenstellung gegeben und dieses Testbeispiel, das erfüllt meine Implementation ja exakt, weil es so klein ist. Das ein weiterer Testfall, der einen anderen Aspekt abdeckt, hätte das vielleicht offengelegt, was mein Denkfehler war. Ich habe an der Stelle die Aufgabenstellung auch ein bisschen missverstanden, scheinbar. Ich will euch, ja, jetzt scrolle ich hier gerade wild durch den Code rum, das tut mir leid. Ich möchte nur, wo ist das hier? Das sind alles Debug-Prints, die ich dafür nicht brauche und die auch wenig Aufschluss geben. Ja, rekursive Baumsuchen zu debuggen ist nie absonderlich viel Spaß. Was habe ich gemacht? Ich habe mir einfach mal, wenn dieses Grab greift, einfach mal gesagt, okay, print einfach alles aus, was du da potenziell hättest grabben wollen. Sowohl für den CO2-Scrubber als auch hier für den Oxygen Generator. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn Grab gecallt wird, gerufen wird, dann müsste links und rechts jeweils eine Liste sein mit nicht mehr als einem Element. Das ist bei mir aber nicht der Fall. Wenn wir jetzt hier in die Konsole schauen, ja, okay, ja, also man sieht ja hier schon, das ist einfach immer noch eine wahnsinnig lange Liste. Gut, die hat nicht mehr 1000 Einträge, was der ursprüngliche Input ist hier, ne? Der Input hat 1000 Einträge. Das sind schon deutlich weniger, irgendwas in die 30. Was ist mir aufgefallen? Hier erste Spalte, alles Einsen beim Oxygen. Zweite Spalte, alles Nullen. Dritte Spalte, alles Einsen. Vierte Spalte, alles Nullen. Fünfte Spalte, alles Einsen. Die sechste Spalte sind dann Nullen und Einsen. Und zwar, jetzt kommt's, und da liegt mein Missverständnis, die Anzahl an Nullen und Einsen in der sechsten Spalte ist gleich. Und das ist da, wo ich das Beispiel missverstanden habe. Ein Beispiel ist diese Situation ja auch aufgetreten, wo zwei Binärzahlen identifiziert wurden, eine mit einer Null, eine mit einer Eins. Und dann sollte man bei dem Oxygen die nehmen, die eine Eins hat. Jetzt haben wir hier wieder gleiche Vorkommen von Nullen und Einsen. Und der Clou war, was die meinten in der Aufgabenstellung ist nicht, man soll dann die mit der 1, also die meinten schon im wörtlichsten Sinne, man soll die mit der 1 nehmen und denen den Algorithmus vorfahren. Ich dachte, das kann überhaupt nur passieren, dass zwischen zwei Zahlen gleiche Anzahlen und Einsen und Nullen sind, also dass die bei der Vorbereitung des Inputs darauf geachtet haben, dass so eine Situation wie die ich jetzt hier habe, nicht auftreten darf. Aber gut, wenn das wirklich der Bug ist, dann lässt er sich relativ schnell fixen und ich melde mich gleich wieder. Okay, da bin ich wieder. Also ich habe jetzt hier einen neuen Zahlenkandidaten. Was ist das? 3.765.399. Gucken wir mal, ob es der ist. Tatsache. That's the right answer. You're one gold star closer. Und damit haben wir beide Aufgaben heute erledigt. Ja, schon wurde es interessanter. Huiuiui. Ja, dadurch, dass ich jetzt, ich habe jetzt gesagt, also der Bug lässt sich leicht beheben. Der ließ sich relativ leicht beheben. Wir hatten hier vorher gesagt wurde, wenn Balance größer 0, wenn Balance kleiner 0, sonst Center, stellte sich heraus, aber wir wollen ja fortsetzen.
Also sagen wir jetzt, wenn größer gleich 0, ja? Wenn also ein Patt herrscht zwischen Anzahl an Einsen und Nullen, ein Patt zwischen den Arten von Bit, dann im Falle des CO2-Scrubbers, gib rechts zurück, ja? Also nimm die Nullen. Dann gehen wir hoch beim Oxygen. Im Falle eines Patts, gleich viele Einsen, gleich viele Nullen, gib left zurück, also die Einsen. So, dadurch kommt es jetzt aber, dass beim Grab kann es passieren, dass entweder left oder right, also dass sie eine unterschiedliche Länge haben, dass dann left der Länge 1 ist, right der Länge 0 ist. Aber auch umgekehrt. Ja. Left kann der Länge 0 sein, right kann der Länge 1 sein. So, also primär müssen wir dann also für den Oxygen immer erstmal aus links rausgreifen, wenn links was drin liegt. Alternativ sonst rechts. Und wenn weder links noch rechts was drin liegt, dann ist sowieso was schiefgelaufen. Und beim CO2-Scrubber ähnlich, aber umgekehrt. Ja. Wir wollen immer diejenigen Zahlen präferieren, die an der letztbetrachteten Stelle eine 0 haben. Das heißt, wir müssen zuerst, wenn in rechts was drin ist, uns da den Result rausgreifen, else aus links. Und das hat dann jetzt alles gefixt. Das heißt, ich kann die ganzen Debug-Prints wieder rausnehmen. Es dürften ja auch keine weiteren mehr übrig sein. Nein. Und am Ende bekommen wir jetzt noch die finale Answer, Englisch für Antwort, die finale Antwort. Eine Sache, die ich gestern vergessen habe, die gucken wir uns heute nochmal zusammen an. Und zwar können wir nochmal zurückgehen in den Kalender, weil ja jedes Mal, wenn wir die Aufgaben gelöst haben, färbt sich die Zeile ja ein. Das ist jetzt in den ersten 3, 4 Tagen noch nicht so interessant, aber später durchaus, weil manchmal auch nicht nur Färbung dazukommt, sondern auch immer mehr ASCII-Zeichen dazukommt. Zum Beispiel hier die Wasseroberfläche mit jedem weiteren Tag, mit dem wir lösen, scheint mir kommen weitere Tilde dazu und immer mehr werden blau. Also vermutlich, wenn der Kalender fertig ist, das ist ja eine geschlossene Tilde-Wasserdecke. Wie dem auch sei. Also ich möchte gerne versuchen, daran zu denken, jeden Tag dann nochmal in diesen Kalender reinzuschauen. Wir haben die Aufgabe für heute gelöst. Das heißt, wir sehen uns morgen. Ciao, ciao.